So, willkommen zurück zu einem weiteren Videovlog von mir. Wie ihr seht, bin ich zu Hause in meiner wunderschönen kleinen Wohnung. Und zwar heute mal eine ganz andere Ausgabe eines Videovlogs bzw. eines Let's Plays. Ist es ja sowieso nicht. Dann würde ja jetzt schon im Hintergrund bzw. ihr im Bildschirm mich nicht sehen, sondern ein Spiel irgendeiner Art. Und zwar heute geht es um ein sogenanntes Unboxing-Video oder Preview, ist es ja weniger, sondern ist ja schon rausgekommen am 6.11. das Album. Wenn jetzt jeder 6.11. hört, dann weiß er auch schon 6.11., da kam was ganz Bestimmtes raus. Videos wurden ja, oder Video-Vorprimären und so weiter, Lieder, Alben oder wie man das jetzt auch nennt, Singles wurden vorgestellt in Facebook, kamen von den Künstlern raus oder von den beiden Künstlern raus und ja, natürlich ist das nicht jedem seine Geschmackssache, ob er jetzt diese Richtung hört oder auch nicht, wie bei mir. Also ich höre jetzt generell nicht nur so eine Musik, die ich jetzt hier euch zeigen werde. Ich ganz alleine höre auch andere Musik, beziehungsweise dann sowieso, was andere hören, höre ich auch. Es sei denn, es ist dann wirklich richtig kranke Schlagermusik. Das muss ich mir nicht antun wie Helene Fischer oder so. Das ist mir dann schon ein bisschen peinlich, sagen wir es mal so. Also nicht peinlich, aber ein bisschen. Ja, muss ich nicht haben. Auf jeden Fall, heute stelle ich euch, möchte euch bloß den Inhalt zeigen von dieser Box, ob ihr dann die so toll findet wie ich, wobei ich ja dann zum Ende mein Fazit auch geben werde, wie ich die Box finde. Und ja, um zwar genau zu sein, es geht ja vom 6.11. kam diese Box raus, die konnte man vorbestellen bei Amazon, knappe 47,99 im Laden, allerdings bloß, was heißt bloß, günstigerweise 2 Euro mehr, also 49,99 wie bei Saturn oder bei Mediamarkt war das alles gleich, also da war nichts mit 47,99. Und dann gab es natürlich einmal die ganz normale Standard-Edition, die CD. Die CD natürlich dann inhaltlich mäßig von der Box um 4 Lieder kürzer. Soweit ich das gesehen habe bei Amazon, also da gibt es nur 14 Lieder und auf dieser Special Fanbox oder wie man das auch nennt, sind es 19. Und ja, das ist dann natürlich eben das Blöde, muss man sich dann eben irgendwie einzeln kaufen, wenn man die natürlich hören will, diese Lieder. Ja, um was geht es? 6.11. habe ich ja schon mal gesagt, das ist dann ungefähr diese hier. Jetzt seht ihr meinen Bildschirm von der Kamera, aber ist egal. Von der sogenannten Classic Box. Classic Box ist ja groß, beziehungsweise mehr oder weniger viel im Internet aufgetreten an Werbung und von den Künstlern selber vorgestellt, Video-Vorpremiere und sowas. Und einen Tag vorher gab es dann dieses Video, ein anderes Video dann das und so weiter. Und ja, es geht eben um Bushido und Shindy. Ob ihr die jetzt gerne hört oder so, das weiß ich jetzt selber nicht. Also wie gesagt, ich muss diese Person nicht mögen oder diese beiden Personen nicht mögen oder natürlich nur eine von denen. Werde ich euch jetzt nicht verraten, wem ich da jetzt mag oder hoffe ich überhaupt, welche mag davon beiden. Es geht mal ganz rein um die Musik, die singen oder machen. Die gefällt mir, die Richtung. Und ich habe auch andere Musik, also ich habe auch Techno-Musik oder so. Es ist jetzt nicht nur hier Bushido, also braucht jetzt keiner denken, ich habe hier oben eine ganze Bushido-Sammlung. Wobei hier ganz hinten rechts oder von mir aus ist es rechts von euch dann wahrscheinlich auch oder auch links dann gesehen, also jedenfalls ganz oben da in der Ecke, das schwarze, das ist dann die sogenannte CCN3-Box, die relativ alleine von ihnen rauskam. Naja, brauchen wir darüber nicht sprechen. Ich will euch einfach bloß vorstellen, was hier in dieser komischen Kiste ist, beziehungsweise in dieser Fanbox. Und dazu sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und zwar habe ich die jetzt ausgepackt bzw. geöffnet, weil mit einer Hand und Kamera halten ist das relativ schwierig. Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen auseinandergepackt. Und zwar, das war jetzt der Karton, der war in dieser Größe gewesen. Oder das ist ja der Karton eigentlich, das ist bloß dieser Überzieher, wie man das auch nennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der auf der Box. Die Box jetzt selber sieht dann so hier aus, also ja, rechts und links, eigentlich macht man ja einen Deckel oben drauf, aber der wurde dann eben zur Seite gemacht und so halbiert. Man muss dann den auch liegend öffnen. Also ihr könnt die auch so wie die hier ist, so stehend öffnen, aber dann kann dann sein, wenn ihr die dann oben öffnet, dass dann euch gleich die ersten Gegenstände entgegenkommen, beziehungsweise der erste Boden auch gleich euch entgegenfällt, wenn ihr es dann eben
so öffnet, aber das muss jeder selber wissen. Ich habe es jetzt liegen geöffnet und dann habt ihr dann zwei so eine Teile. Auf den beiden Teilen steht einmal hier der Künstler Shinji und der andere Künstler Bushido. Das sind dann die beiden, die diese Classic Box oder das Album präsentieren bzw. singen oder ihre Texte da abgeben, wie man auch immer das nennt. Ja, dann zur Box. Wenn man die jetzt eben öffnet, kommt dann gleich diese wunderschöne Fläche hier zum Vorschein. Und der Inhalt ist jetzt nicht gerade viel, beziehungsweise viel schon in dem Sinne, aber für diesen Preis von 49,99 im Laden oder 47,99 bei Amazon, muss man eben selber wissen, auf man das sich antut. Und zwar die Box, die erhält gleich am Anfang dieses Liedbuch, darunter ist ein Poster und unter dem Poster ist die CD in ganz normalen Hardcase. Und da sind dann zwei CDs drin, einmal das ganz normale Album, 19 Lieder, wie gesagt, in dieser Box und dann die zweite CD, 19 Lieder, instrumental, also ohne Gesang, logischerweise. Dann ist hier dieser Zipfel, den man nehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt seht, aber hier so ein Zipfel, da kann man den rausnehmen. Da hat man dann diesen ersten Oberteil, den man rausnehmen kann. Und darunter findet ihr eine kleine Papphülle. Da ist nochmal eine CD drinne. Das ist A Cappella. Oder da ist A Cappella drauf. Die ganzen 19 Lieder. Dann ist da noch eine MC, also auf eine MC ihr so braucht, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr noch irgendwo einen alten Kassettenrekorder stehen, der so eine MCs abspielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man MC sagt, Mediakassette, keine Ahnung, ich glaube ja. Auf jeden Fall egal, auf jeden Fall ist es so eine MC, ganz normal so ein Kassettenrekorder. Wenn man den hat, kann man die da reinmachen oder ihr habt noch ein Auto und da ist noch mit Kassettendeck, dann könnt ihr die da reinmachen und euch anhören. Da sollen auch alle 19 Lieder drauf sein. Wäre natürlich sinnlos, wenn die das nicht wären. Ja, und dann ist eben noch in dieser Box üblicherweise, wie fast bei jeder Box sozusagen, ein T-Shirt in der Größe L mit dem wunderschönen Coverabdruck wie bei dieser Box. Also bei dieser hier, da seht ihr genau das Gleiche. Also da wird sich nichts ändern auf dem Bild, beziehungsweise auf dem T-Shirt. Gut, wir packen die jetzt mal aus, oder ich zeige euch das einfach mal so groß und ganz. Deswegen, ich packe das jetzt hier erstmal kurz weg und zerleg das einfach mal und dann sehen wir weiter. So, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe jetzt die Box ausgepackt, komplett. Also, da liegt nichts mehr drin. Ich zeige euch das auch. Also, sieht die Box dann von oben aus. Hier ist dann dieser Zipfel, die ist jetzt natürlich leer. Und hier drin ist natürlich auch tot. Also, es ist ein ganz schöner Wurm, der da drin ist. Und ja, der Inhalt ist natürlich, wenn man das jetzt so zusammenzählt, sind da 6 Artikel mit der CD. Und dann kommen wir eigentlich schon dazu, was hier drin ist. Also, wie gesagt, die CD eine für sich selbst. Die Klassik mit der, natürlich mit dem Cover, die man ja schon vor Monaten so gezeigt wurde. Hinten dann die Lieder. Da sind dann die Zahlen auch ein bisschen originellerweise ein bisschen umgedreht, genauso wie bloß die Zahlen und dann einige Features oder Featuring, zum Beispiel Ali Boumaier, sind dann auf dem Kopf, beziehungsweise nur das Feature geschrieben. Ansonsten, wie gesagt, hier drinne ist nur die CD eine für sich selbst. Also einmal das Album, die richtige CD mit den 19 Liedern. Und auf der Rückseite ist die Instrumental-CD, also steht auch mal da, Instrumental, damit man das nicht vergisst oder vergessen kann. Dann kommt, das war natürlich zu dem oberen Deck, also alles, was jetzt hier unten liegt, ist das und das obere Deck, das hier, das und das, also die CD praktisch und das obere, dann das untere in der Hülle ist eben dieses T-Shirt, diese A Cappella und diese Kassette oder MC, wie auch immer. Ja, dann geht es dann natürlich weiter, was dann gleich noch oben drin ist, ist eben jetzt dieses sogenannte Poster. Das Poster, ich sag jetzt einfach mal, wird A5-Format sein. Es ist einfach das ganz normale Cover, die Rückseite. Habe ich jetzt selbst noch nicht geöffnet. Sind dann unsere zwei Helden drauf, sage ich jetzt einfach mal. Links Shinji, rechts Bushido. In etwas sehr schwarzen Druck, also wenn man das jetzt hier sieht, oder ihr seht, ich hoffe es mal, kann man sich das jetzt eben so hindrehen, wie man das will, oder so ranmachen, wo auch immer. Also ich mache es nirgendwo ran, weil das Poster gefällt mir nicht.
Also, naja, das ist jetzt gerade nicht so ein Top-Poster, sag ich, was ich jetzt hier irgendwo an der Wand dranhängen würde, wie dieses hier hinter mir oder so. Ja, dann gleich oben noch mit drauf ist der Song, das Songbuch, also das Liederbuch nenne ich das jetzt einfach mal. Da sind die ganzen Lieder nochmal geschrieben hier drinnen. Wenn wer will oder sich das antun will, der kann das vielleicht auch singen. Weiß ich nicht, ob ihr das könnt. Zumindest einige werden das vielleicht können. Andere auch weniger, da kommt dann eben nur Geschredder raus. Ja, dann in dem unteren Teil, wenn man jetzt die Pappe da hochgehoben hat, kommt dann eben zum Vorschein diese Pappschachtel in schwarz gehalten, natürlich wieder mit Klassik. Und dann steht dann aber obendrauf A Cappella, ne? Also könnt ihr euch auch anhören, ich höre es mir nicht an, weil A Cappella interessiert mich auch gar nicht. Deswegen werde ich mir die nicht anhören. Ja, als nächstes einfoliert, ich habe es auch noch nicht geöffnet, das ist die sogenannte MC für eure Kassette. Wenn ihr mir das nicht glaubt, hier hinten seht ihr, das ist eine Kassette, ne? Also das ist nichts anderes. Die könnt ihr, wenn ihr einen Kassettenrekorder noch habt, einen alten von früher, eine dazu mal, weil Kassetten gibt es kaum noch, zumindest zu kaufen, dann könnt ihr die gerne mal da reinstecken, anhören. Ich habe natürlich gar keine Möglichkeit, weil ich gar keinen Kassettenrekorder habe und ich habe auch kein Auto, beziehungsweise jemanden, der ein Auto hat mit Kassettenrekorder. Deswegen wird das schwerwiegend zum Funktionieren oder zum Anhören gar nicht funktionieren. Ja, und nach der Breite ja von dieser Kassette, sage ich jetzt mal, müssten auch alle 19 Lieder oben sein, die auf der Box auch drinne sind, beziehungsweise auf der CD drinne sind. Ja, dann das T-Shirt. Das T-Shirt lasse ich jetzt auch so in der Folie drin, weil ich möchte es auch gar nicht anziehen. Es ist Winter, wir haben es ein bisschen kalt, um T-Shirts anzuziehen. Das können die hart Gesoffenen machen oder hart Besorgten, wie auch man das jetzt nennt. Und zwar Größe L, ganz normal weißes T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck. Also alles, was jetzt hier weiß ist, dieses Klassik, das ist dieser T-Shirt-Stoff noch. Und alles, was jetzt schwarz ist, ist so ein Gummidruck. Also wenn ich jetzt da anfasse, das ist alles so ein, ja, ich sag das schon mal, bald klebriger Gummi. Also das wird vielleicht vom Nachteil haben, wenn man diese schwarze öfters anzieht. Man schwitzt ja auch theoretischerweise, zumindest einige. Und das dann wäscht und öfters wäscht, dass dieses dann bricht. Aber es sieht dann nicht mal toll aus. Und dann ist das natürlich gleich im Arsch, kann man jetzt so sagen. Ja, was dann eben noch an mich dann so stört, wenn ich den Stoff anfasse, das ist eigentlich schon wie in der CCN3-Box. Da habe ich das T-Shirt ja auch drin, also gleich Größe, Größe ist L. Größe L bloß in schwarz und der Stoff ist genauso dünn wie in dieser Box. Also das ist wirklich nichts für den Winter, die kann man im Sommer anziehen, wenn man das möchte oder irgendwo drüber ziehen, wer das so mag, ich jedenfalls nicht. Ich ziehe mir kein T-Shirt im Winter irgendwo auf dem Pullover rüber oder wie auch immer. Oder ziehe 20 Unterhemden an, damit ich ein T-Shirt anhab. Ist jetzt nicht der Sinn dabei. Also ist das für mich schon passé. Ja, also wenn man dann jetzt das alles so zusammenfassen, wie gesagt, ich lege das jetzt nochmal hier hin, damit das dann ungefähr so mal gleich nochmal die Seiten, also von dem oberen Deck und dann von dem unteren Teil der Box nochmal genau zu sehen ist, was da drin ist, kann man sich dann eben das Fazit daraus schließen oder machen. Vielleicht noch zu dem Standardteil nochmal rüberkommen, also von den Standardeditionen, und dann sage ich einfach mal dazu, wie es mir ist, selbst so gefallen hat, das ganze Album her von Shinji und Bushido, das sogenannte Klassikalbum. Ja, und zwar, wie gesagt, das obere Teil von der Box ist ja dieses hier gewesen. Das hat sich dann eben mit der CD, mit dem Poster und dem Songbuch gleich ins Auge gefallen, auf Deutsch, sage ich jetzt mal. Pardon, wenn ihr jetzt hier oben meine Waschmaschine, meine Spüle sieht, ist mir jetzt auch egal. Ja, auf jeden Fall, 19 Lieder sind oben. In der Standardedition gibt es nur 14. Hier sind 5 mehr. Das sind dann die letzten 5, die fehlen. Kann ich euch auch sagen, also bis zu 14 geht das. Wenn ich jetzt die Zahlen erkenne, ach Quatsch, 5 weniger, hier sind 16 oben, nicht 19. Pardon, muss ich nochmal sagen, also 16 sind es, wie es jetzt,
weil eben die 6 umgedreht ist und die 1 auch, sieht das aus wie eine 19. Also zwei fehlen dann, das wäre dann Mama weiß auch und Lied 16 ist nicht alles oder ist nicht alles. Das sind dann eben die zwei Lieder, die müsste man sich dann separat irgendwo kaufen, bei iTunes oder Amazon kann man die sich auch runterladen. Das wäre dann das obere Teil von der Box und das untere Teil, wie gesagt, die MC, die A Cappella CD in der Pappschachtel und das T-Shirt in der Größe L mit dem gleichen Cover wie hier drauf oder auf der ganzen Box drauf oder wie auf der CD drauf. Ja, zusammen war es dann eben für schlappe 47,99 bei Amazon erhältlich und bei Saturn dann eben für 49,99. Also beide Märkte haben um 2 Euro das gleich ein Mehr abgeknöpft auf Deutsch und ob das dann so sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Ich sag mal mein Fazit, ich habe mir jetzt die CD zweimal, also gleich am Anfang angehört, da konnte ich eh sowieso nichts verstehen richtig, weil ich war ja eh nicht zu Hause, war zu Besuch bei jemand anders und ja, beim zweiten Mal anhören dann schon ein bisschen besser, beim dritten Mal ja okay, beim vierten Mal geht auch noch so und dann, ich sage mal, wenn man jetzt die CD mehrmals sich anhört oder als hart gesoffener Fan, die hören sich die sowieso rückwärts, vorwärts, links und so weiter an. Die juckt das nicht. Also ich finde das Album an und für sich von 3 oder 4 Liedern, die da drauf sind, von den insgesamt 16 Stück, am besten. Der Rest ist wirklich Käse. Also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Deswegen habe ich mir die eigentlich auch bestellt, gekauft wollen. Sagen wir es mal so. Und vom Album her ist es relativ Schrott. Kann man wirklich sagen. Also oft, dass jeder anders sieht, ist logisch. Oder wird auch anders sehen, da Fans sowieso das eher anders sehen, die richtigen harten Hardcore-Bushido-Fans oder Shindy-Fans, die sagen eh, was Quatsch oder für eine Scheiße, die sehen gut aus, die sehen gut aus, das ist gut und dann ist gut, ja. Dann von dem Inhalt her, üblicherweise kann ich dazu sagen, ganz optimal eigentlich eingepackt, das ist immer so in dem Sinne, es gibt natürlich wesentlichere Boxen, die sind genauso teuer und haben dann vielleicht eventuell gerade mal die Hälfte drin oder noch nicht mal so in der Richtung. Was ich mir dann vielleicht denke, an dem Preis her ist das relativ zu viel, aber das liegt eben auch daran, eine MC-Herstellung ist nicht mehr gerade zur heutigen Zeit das super günstigste, also so ein Band, wisst ja jeder, wenn man einen Kassettenrekorder mal eine Kassette hatte, die 50.000 Mal rauf und rückwärts angehört wurde, die dann irgendwann Bandsalat hatte und ja, also tippe ich einfach mal auf den Preis, dass diese ganze Box durch diese Kassette so hoch ist, dass wenn die jetzt, sag ich mal, ohne Kassette eventuell vielleicht an die knappen 30 Euro rangekommen wären oder 35 Euro, aber mehr auch nicht. Deswegen, man eine Kassette haben muss unbedingt zum Sammeln, eventuell zum Anhören eher Quatsch, es sei denn, es hat wirklich noch jemand ein Kassettenradio im Auto oben in seiner Wohnung mit einer Dolby Surround-Anlage oder was weiß ich oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe sowas nicht mal. Bei mir geht alles nur über CD oder USB-Stick oder Bluetooth, wie auch immer. Ja, und der Rest ist dann eben üblicherweise mal was ganz Neues, wie das Handbuch. Das Poster kenne ich schon von anderen. A Cappella-CD ist mir auch neu, höre ich mir sowieso nicht an. Und T-Shirt, das ist das, was mich immer so ärgert. T-Shirt in einer Qualität zu bringen, die einfach nur 5-Euro-T-Shirt sind, ist der letzte Scheiß auf Deutsch. Also ich habe Bedenken, dass dieses T-Shirt im Sommer überleben wird, die nächsten. Und die ganzen sogenannten schwarzen Gummiaufdrucke dann wirklich brechen werden und das dann alles abgehen wird. Ja, das war's eigentlich schon von meiner sogenannten Vorstellung von der Classic Box mit Shinny und oder von Shinny und Bushido nicht mit. Die sitzen ja nicht hier, um Gottes Willen. Nein, also ich habe nichts gegen diese Leute. Wie gesagt, ich höre nur die Musik und was der Rest über die Leute denkt, ist mir eigentlich relativ totegal, weil jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Ja, wie gesagt, das war's jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, ansonsten Daumen nach unten. Was mich dann aber noch interessieren würde, was denkt ihr über die Box? Schreibt's unter dem Video rein in die Kommentare. Würde ich gerne mal wissen, was ihr so von dieser Box haltet. Habt ihr euch die geholt oder habt ihr euch die nicht geholt, weil ihr wusstet, dass so ein Scheiß ist oder magt ihr diese Leute deshalb nicht, dass ihr die nicht geholt habt oder allgemein, wie auch immer. Schreibt's einfach alles in die Kommentare rein, wie ihr das so fandet und dann gebe ich vielleicht das ein oder andere Antwort auch dazu. Ja, und für den Rest, die mich jetzt noch nicht kennen,
könnt ihr mich gerne abonnieren. Würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Let's Play oder Videovlog, wie auch immer. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye.